Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute Memory PC mit dem Zenshili Gaming PC Intel i5, bla 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 bla, das sind nur die technischen Daten, für 1179 Euro. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Vorweg gesagt, das Bild ist es fake mit den drei Lüftern hier vorne und die Lüfter hinten, die stimmen zwar, allerdings die Grafikkarte stimmt nicht, das ist eine GeForce RTX. Wir haben hier beleuchteten RAM, davon gleich 4 Stück, ist auch nicht verbaut. Der Lüfter hier, der könnte noch passen. Es ist allerdings auch ein Asus-Board hier drin verbaut, das stimmt auch nicht. Das Netzteil ist ein Straight Power, hier ist allerdings nur ein System Power drin. Also das System wird jedenfalls nicht so aussehen, wenn es zu euch nach Hause kommt. Das ist ein bisschen schade, klar, die Lüfter leuchten und so, aber alles, was ihr hier so an RAM-Beleuchtung seht und so, stimmt nicht. Deswegen nehmt das bitte nur als Beispielbild. Da das hier von den technischen Daten ein bisschen mau ist, gehen wir direkt in den Konfigurator und holen uns da die genauen technischen Daten her. Und da starten wir mit dem Gehäuse, das ist ein SQ Tower 01 RGB. Die bekommt man so im freien Handel nicht, beziehungsweise bei Guides halt, deswegen nehmen wir da eine Alternative. Wir nehmen als Alternative das LC Power Gaming 995B Lightbox. Kann euch jetzt natürlich nicht sagen, wie das Gehäuse ist, was die nehmen, dieses SQ Tower. Vielleicht hat das jemand zu Hause, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich taugt oder eher nicht so. Vergleichbar ist das hier allemal. Wir haben auch drei Lüfter in der Front. Gut, ein Lüfter in der Rückansicht fehlt, aber ich denke, preislich sind wir da ziemlich nah dran. Und das kostet 59,01 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir ein Be Quiet System Power 9 600 Watt 80+. Ist schon mal schön, dass wir ein vernünftiges Netzteil genommen haben. System Power gehört normalerweise eher so in Bürorechner rein, finde ich. Das hat im Gaming-Bereich nichts zu suchen. Da sollte schon Pure Power oder ein Straight Power herhalten. 600 Watt reicht für das System natürlich erstmal aus. Wollt ihr allerdings später erweitern, weil ihr sagt, ich will eine dickere Grafikkarte, der Prozessor reicht noch, dann müsstet ihr schon ein besseres Netzteil nehmen. Zum Beispiel ein Straight Power 750 Watt oder ähnliches. Hier reicht es, wie gesagt, erstmal aus. Es ist ein Budget-System. Es hat 3 Jahre Herstellergarantie. Das ist übrigens so, wenn jetzt, sagen wir, nach 2 Jahren die Garantie abläuft, bei Agando, Dubaro oder sonst wo, dann greift trotzdem noch die Garantie des Herstellers, von dem Netzteil jetzt in dem Fall. Dann schreibt ihr den Netzteilhersteller an und sagt, hier, ich habe die Rechnung, die reicht ihr dann ein und dann kriegt ihr ein neues Netzteil. Wenn ihr Glück habt, Memory PC bietet es vielleicht sogar an, dass die dann das neue Netzteil einbauen gegen eine Gebühr oder ihr traut euch selber. So schwer ist es eigentlich nicht, ein Netzteil zu tauschen. Es hat auch nur eine Bronze-Zertifizierung. Gut, das hat was mit der Effizienz zu tun, mit der Wärmeabgabe. Gold hätte mir besser gefallen, aber wir müssen immer so ein bisschen in diesem Preisbereich bleiben. Und das kostet 41 € bei eBay. Als Mainboard bekommen wir ein ASRock B560 Pro 4. In dem Preisbereich erstmal ein grundsolides Board. Es hat zumindest gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier könnt ihr die M.2 SSD einbauen, wenn denn eine drin wäre. Was hier nicht der Fall ist leider. Aber ihr könntet theoretisch darüber erweitern. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch eine M.2 verbauen. Hier könnt ihr einen M.2 Wi-Fi-Chip verbauen. Hier zum Beispiel erweitern auch mit einer normalen WLAN-Karte oder einer USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne haben möchtet. Hier kann eine Capture-Card verbaut werden. Hier unten könnt ihr noch mehr erweitern. Und hier unten kann noch eine M.2 verbaut werden. Eine leichte RGB-Beleuchtung haben wir auch noch. Ja, von der I/O-Blende her, naja, es sieht nach nichts aus. Wir haben halt einen Mikrofonanschluss, einen Kopfhöreranschluss, Line-In, Netzwerk, 4x USB 3.0. DisplayPort und HDMI könnt ihr hier nicht verwenden, weil der Prozessor keine Grafikeinheit hat. 2x USB 2.0 und PH-2. In dem Preisbereich ist das Board, wie gesagt, in Ordnung. Wer was Besseres möchte, muss dann halt Aufpreis zahlen, so ist es leider. Und das kostet 110,27 € bei BA Computer. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i5-10400F 6x2,9 GHz. Hier steht es auch nochmal, Achtung, keine Funktion bei der Onboard-Grafik. Das sagt uns schon der Name, 10400F. Das F steht laut Intel für eine CPU ohne integrierte Grafikfunktion, sprich ihr müsst immer eine Grafikkarte mit dabei haben. Der Prozessor hat 6 Kerne, 12 Threads, das reicht zum Zocken natürlich erstmal aus, zum Streamen, kommt immer auf die Titel an. Wenn es einfache Titel sind, wie zum Beispiel Among Us oder von mir aus auch Fortnite, kann das noch gut funktionieren.
Habt ihr rechenintensive Spiele und wollt über den Prozessor womöglich noch rendern, kriegt ihr da ein bisschen Probleme, was Lags oder die Auslastung angeht. Ich rate persönlich immer zumindest zu einem 8-Kerner, damit ihr, wenn ihr über den Prozessor rendert, keine Probleme bekommt. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt, das ist jetzt echt nicht viel. Da kommt der Lüfter, der hier verbaut ist, auch locker mit klar. Vom Arbeitsspeicher her wird offiziell 2666 MHz unterstützt, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Und der kostet 142,50 Euro bei Mindfactory. Hier ist der angesprochene Kühler, Silent Tower Kühler, Alpenföhn, Benevis Advanced RGB. Der hat eine TDP von 150 Watt, zum Vergleich, der Prozessor hatte 65 Watt, der kommt also locker damit klar, hat auch noch eine RGB-Beleuchtung, sehen wir hier auf den Bildern und reicht für dieses System natürlich vollkommen aus. Und der kostet 34,12 Euro bei Mindfactory. Ja, jetzt kommen wir wieder zu so einem Thema, 16 GB DDR4-RAM, 3000 MHz High-Speed, 2x8 GB Dual-Channel. Dual-Channel ist wirklich sehr wichtig, ist nicht selbstverständlich, Megaport zum Beispiel verbaut gerne Single-Channel. Weiß nicht warum, aber die machen hier Dual-Channel, das passt. Jetzt haben wir aber das Problem, G-Skill, Corsair, Crucial, ADATA, Team Group. Mit G-Skill habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, zumindest mit dem Aegis. Corsair-RAM wäre okay, Crucial auch, ADATA, Team Group, die sehen natürlich noch nichts aus, aber die Funktion ist da, über die habe ich auch noch nichts Schlechtes gehört. Wir nehmen jetzt einfach mal den Aegis. Die anderen Hersteller, die kosten dann minus oder plus 5 Euro, je nachdem, das macht den Braten jetzt nicht fett. 16 GB reicht natürlich erstmal für dieses System aus. Wenn ihr Probleme kriegt, könnt ihr bei dem Mainboard noch erweitern, da es ja 4 Slots hat, dann kauft ihr einfach dasselbe Kit nochmal. 3000 MHz, ja, ist auch okay, der Prozessor hat 2666 MHz als Standard. 3000 funktioniert, 3200 hätte mich gefreut, 36 auch, aber wir müssen irgendwo im Preisbereich bleiben und 3000er passt da schon gut rein. Und der kostet 54,65 Euro bei Mindfactory. Jetzt haben wir hier auch wieder so ein Thema, das Board bietet insgesamt 3 M.2 Slots, wo ihr eine M.2 Karte reinstecken könnt, mit einer Lese- und Schreibrate von bummelig 2000 MB die Sekunde lesen und schreiben, je nachdem was ihr nehmt. Wenn ihr jetzt natürlich eine Samsung nehmt, die haben auch 3500 MB, aber zum Beispiel eine Kingston NV1 hat um die 2000 MB lesen und schreiben und die ist hier halt eben nicht verbaut. Was wir allerdings haben, ist eine 480 GB SSD, das ist eine 2,5 Zoll SSD. Und meistens, nicht immer, ist es eine Crucial BX500 480 GB. Die hat eine Lese- und Schreibrate von um die 500 MB die Sekunde. Nochmal zum Vergleich, eine M.2 hat um die 2000, deswegen, das macht sich in den Ladezeiten im Spiel schon bemerkbar. Ihr werdet da jetzt nicht Stunden vorsitzen und warten, das Spiel geladen hat. Nur preislich gesehen bewegen sich diese M.2 SSDs eben auch so bei 45 Euro. Deswegen finde ich das wirklich sehr schade, dass die hier eine 2,5 Zoller nehmen. 480 GB ist jetzt auch nicht die Welt. Klar, ihr könnt hinterher noch erweitern. Aber wenn jetzt zum Beispiel Windows, Discord, vielleicht noch OBS oder was ähnliches installiert, dann noch Ark Survival Evolved und Far Cry 6, dann ist das Ding schnell voll. So ist es halt. Ihr könnt später, wie gesagt, noch erweitern übers Board. Aber ein Terabyte hätte ich mir schon gewünscht. Das gibt es in dieser Preisklasse auch schon. Diese SSD kostet 44,80 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD Radeon RX 6600 XT 8 GB Sapphire Pulse Gaming OC. Was ich gut finde, sie geben wirklich an, welche Grafikkarte ihr bekommt. Es ist ja häufig so, zum Beispiel bei Dubaro, die sagen dann, okay, du bekommst die 6600 XT, du weißt aber nicht von welchem Hersteller. Das Design ändert sich, die Kühloptionen ändern sich, der Chip ist immer der gleiche, die sind auch ungefähr gleich schnell. Allerdings ist es halt so, hier wisst ihr wirklich designtechnisch, wie das ganze Ding aussieht. Ist eine gute Einsteiger-Grafikkarte, wenn ihr jetzt so AAA-Titel auf mittleren Einstellungen spielen wollt. Ich habe auch gleich noch einen kleinen FPS-Test auf YouTube nochmal rausgesucht. Die hat auch nur eine TDP von 160 Watt bzw. 170 Watt laut Sapphire. Eine dickere Grafikkarte, verbraucht natürlich mehr Strom, da müsst ihr wirklich das Netzteil tauschen bzw. direkt ein größeres mit reinkonfigurieren. Und die kostet 699 Euro bei etech.at. Bevor sich jemand fragt, warum ich hier oben AT und DE habe, es ist einfach so, dass ich auch viele Zuschauer aus Österreich habe, das sehe ich immer in der Statistik, deswegen nehmen wir einfach mal beide Anbieter hier aus Österreich und Deutschland. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse, was wir als Alternative genommen haben. Und das Netzteil, und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1244,36 Euro, das System soll kosten 1179. Preislich gesehen ist das System in Ordnung. Gegenüber den Endkundenpreisen habt ihr sogar noch 60 Euro gespart. Konfigurationstechnisch würde ich wirklich hergehen und vielleicht auf eine M.2 SSD setzen und vielleicht nur auch Arbeitsspeicher, der wirklich von einem namhaften Hersteller ist. Klar, ihr habt namhafte Hersteller hier drin. Aber vielleicht die G-Skill Ripjaws oder Corsair Vengeance RAM, dann wisst ihr genau, was ihr bekommt, auch designtechnisch. Und alles in allem ist das ein gutes Einsteigersystem, der Preis ist fair, ihr könnt das ruhig so bestellen. Windows ist natürlich nicht dabei, das solltet ihr dann vielleicht auf einem USB-Stick installieren mit dem Microsoft Media Creation Tool. Und den Key bekommt ihr dann bei meinem Partner CDK Deals mit meinem Rabattcode für 12 Euro in diesem Monat. Ab nächsten Monat sind es wieder 14 Euro, das macht den Braten jetzt auch nicht fett. Und dann könnt ihr munter Windows installieren und dann läuft die Kiste auch.
Da habe ich doch gerade ganz gekonnt noch den FPS-Test vergessen. Den hängen wir jetzt nochmal gerade dran. Ich habe hier ein Video rausgesucht, und zwar die 6600 XT Test in 14 Spielen, 1080p und WQHD und 4K. AX6600 XT Plus i5-10400F Gaming Benchmark. Da hätten wir als erstes Battlefield 5 auf 1080p und maximalen Einstellungen. Da liegen wir bei ca. 150 bis 160 FPS. Dann hätten wir noch WQHD, da liegen wir bei ca. 100 bis 110 FPS. Und dann noch in 4K auf maximalen Settings 44 FPS ca. Nehmen wir Call of Duty Warzone, liegen wir bei 140 FPS bei 1080p und maximalen Einstellungen. In WQHD bei ca. 115 FPS und auf 4K immer noch bei soliden 60 FPS. Red Dead Redemption liegt bei Full HD und hohen Einstellungen bei 60 FPS. Bei WQHD immer noch 50 FPS und in 4K bei 30 FPS. Das finde ich dann schon irgendwo unspielbar. Assassin's Creed Valhalla liegt bei Full HD und maximalen Einstellungen bei 80 FPS. In WQHD bei 50 FPS und in 4K bei 30 FPS. Dann nehmen wir noch Cyberpunk in Full HD und maximalen Einstellungen 60 FPS, WQHD 38 FPS circa und 4K 18 FPS. Also das finde ich dann wirklich unspielbar. Das wird so ruckeln, auch bei actionreichen Szenen, das solltet ihr nicht machen. Dann hätten wir noch Control bei Full HD und maximalen Einstellungen bei etwas über 60 FPS, in WQHD bei circa 40 FPS und bei 4K 19 FPS. Schreibt mir eure Meinung zu diesem System in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, wenn ihr Fragen habt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.